Es gibt einen Resolutionsentwurf, muss man sagen, der Liberalen im Parlament, der unter anderem vorsieht, die Beitrittsverhandlungen zu unterbrechen, einzufrieren im Moment. Und nach den ersten Diskussionen in unserer Fraktion gehe ich davon aus, dass eine große Mehrheit dem auch folgen wird im Parlament. Ja, ich bin ganz sicher, dass auch andere Fraktionen zustimmen werden. Allerdings muss man dazu sagen, es geht uns nicht darum, sozusagen jetzt die Tür zuzuknallen, weil nach wie vor hoffen wir, dass wir eines Tages mit der Türkei ein Ergebnis erzielen können, das dann auch ein Zusammenleben in der Europäischen Union möglich macht. Nur im Moment muss man deutlich sagen, die Regierung Erdogan marschiert stramm in die entgegengesetzte Richtung und wir machen uns ein bisschen lächerlich, wenn wir gleichzeitig Verhandlungen führen, obwohl sich der Verhandlungspartner ganz deutlich von den Werten und von den Prinzipien der Europäischen Union jeden Tag ein Stück weiter entfernt. Vielleicht ist eine Pause ganz gut, damit alle darüber nachdenken, was sie eigentlich voneinander erwarten und was sie eigentlich dem jeweils anderen auch entgegenkommen wollen oder wie sie ihm entgegenkommen wollen. Dann wird das Parlament die Kommission auffordern, entsprechende Vorarbeiten zu leisten, um eine solche Unterbrechung der Beitrittsgespräche einzuleiten, vorzunehmen. Und dann muss die Kommission sehen, wie sie damit umgeht und wie sie das ausführt. Es ist eine Willenserklärung des Parlaments, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir bereit sind, weiter zu verhandeln, aber unter Umständen, die auch irgendwie im weitesten Sinne erfolgversprechend sind. Das kann man nur im Moment wirklich nicht behaupten. Naja, ich kann mir vorstellen, dass Sie das umdeuten wollen, dass wir sozusagen Ihnen die Tür vor der Nase jetzt zugeknallt haben, hätten. Aber auf eine solche Diskussion darf man sich nicht einlassen. Wer wem hier die Tür zugemacht hat vor der Nase, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Nämlich eine türkische Regierung, die Abgeordnete inhaftiert, die über die Einführung der Todesstrafe spricht, die Medienfreiheit erheblich einschränkt, die hat sich verabschiedet und wir warten darauf, dass sie zurückkommen, weil wir würden uns freuen, wenn wir weiter verhandeln können.